Du willst immer noch mit mir reden, was? Vielleicht liebe ich es, bestraft zu werden. Ha, die dornigsten Blumen riechen am besten. Wirklich? Unkraut hat auch Dorn. Aber nicht meine einnehmende Persönlichkeit. Was glaubst du, warum Faye bleibt? Wahrscheinlich hast du irgendeinen geheimen Charme, von dem nur sie weiß. Kein Geheimnis. Es ist genug für alle da. Wobei, ehrlich gesagt, lässt dieser Tag Faye einfach nicht los. Das Herz des Zorns verfolgt sie. Und ich, naja. Ich glaube auch nicht, dass du dich davon gelöst hast. Viele gute Leute sind an dem Tag gestorben. Leute, die sich auf mich verlassen hatten. Du konntest nichts dafür. Ich frag mich trotzdem immer noch. Du hast mich rausgezogen. Halleck, du wärst gestorben. Ja, stimmt wohl. Stattdessen sind Adair und Miller draufgegangen. Dieser Kampf hat nie geendet. Ich will immer noch Rache an diesem verdammten Sturm nehmen. Faye sagt, wir hätten ein gemeinsames Hobby. Ich glaube, wir haben beide einfach gern Gesellschaft. Es hilft, wenn man eine Schulter hat, an der man sich ausweinen kann. Ah, siehst du Tränen in diesen Augen? Niemals. Bei Faye geht es darum, was sie gehört hat. Dieser Sturm hat etwas in ihrem Kopf verändert. Was schadet es, Gesellschaft zu haben, mit der man sein Leid teilen kann? Nie darüber hinwegzukommen? Glaubst du etwa, ich würde mit Charme und gutem Aussehen nicht durchkommen? Der alte Halleck kommt schon klar. Was ist los, Faye? Perfektes Timing. Unser Essen wurde gerade geliefert. Für was brauchen wir denn Snacks? Also nicht, dass ich mich beschweren würde. Mach's dir gemütlich. Wir fangen mittendrin an? Ich dachte, dass wir mit einer der guten Folgen starten sollten. Die Älteren können wir uns später immer noch anhören. Das ist also deine Lieblingsserie. Was genau gefällt dir so daran? Radiosendungen sind oft sehr einseitig. Die Abenteuer sind immer gleich aufgebaut und die Beweggründe der Charaktere sind dieselben, Jahr für Jahr. In Wacht der Dämmerung entwickeln sich die Figuren weiter. Sie verändern sich im Laufe der Folgen. Manchmal zum Besseren, manchmal zum Schlechteren. Willst du etwa, dass sie mit der Zeit zu schlechteren Menschen werden? Charaktere zu hassen ist das, was am meisten Spaß macht. Schon klar. Aber du kannst sie doch nicht alle hassen. Es muss auch ein paar geben, die du gern hast, oder? Hawking ist mein Favorit. Und der Krypta natürlich. Aber sie tritt erst nach 2 weiteren Folgen auf den Plan. Dann muss ich auf die wohl besonders aufpassen. Warte mal, es hat mit herunterfallenden Felsbrocken geendet? Es kann nicht so enden. Das nennt man einen Cliffhanger. Das ist ganz normal bei Radiosendungen. Was sollen ihre Waffen denn gegen einen Erdrutsch ausrichten? Vielleicht lösen sie ja nicht alle Probleme mit Waffengewalt. Ich kann mir nicht vorstellen, so zu leben. Aber man kann damit der Realität entkommen. Wir sollten das bald wiederholen. Hoffentlich noch, bevor wir auf den Cataclysm treffen. Mit der nächsten Folge wirst auch du zum Fan. Wart's nur ab. Kommandant? Nein. Nein? Nein. Ich übergebe das Tagebuch von Cardea Dell nicht ihrer Obhut. Ich wusste gar nicht, dass das Buch verhaftet wurde. Sehe ich aus, als würde ich scherzen? Puh, schwer zu sagen. Sie sind nicht leicht zu lesen. Aber Sie haben mein Mitgefühl, Kommandant. Mit Dex zu arbeiten, sie ist schon anstrengend. Sie ist ein impulsiver Adrenalin-Junkie ohne Ausbildung und wird sich noch umbringen. Und mir wird man die Schuld daran geben. Nicht mehr. Wenn sie nach Hause gerufen wurde, ist Dex nicht mehr ihr Problem. Das stimmt wohl. Es kann also nichts passieren, wenn sie mir das Tagebuch geben. Sie sind abgesichert.
Unterschätzen Sie niemals Adaxia Dells Talent, Ärger zu bereiten. Ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Dann sind Sie mutiger, als Sie aussehen. Freelancer. Faye, Dax, ich hab das Tagebuch. Perfektes Timing. Ich habe gerade meinem nicht ganz so goldenen Käfig lebwohl gesagt. Treffen wir uns in der Bar. Hier ist es, das berühmte Tagebuch. Fassen wir zusammen, was wir wissen. Vor ihrem Verschwinden war meine Tante dabei, die Standorte von instabilen Gestalterrelikten rund um Fort Tarsis zu kartografieren. Es sieht aus, als hätten sie einen Kreis gebildet. Ratet mal, was im Mittelpunkt liegt. Das Herz des Zorns. Yep. Als das Herz des Zorns erschienen ist, hat es eine Kettenreaktion ausgelöst. Relikte nah und fern haben angefangen, verrückt zu spielen. Und verrückt heißt hier, Leute lösen sich plötzlich in Luft auf. Das war die Theorie. Tante Cardea ist verschwunden, bevor sie das belegen konnte. Seinen Notizen nach war Talon offenbar ihrer Meinung. Seine Notizen? Er hat mein Familienerbstück vollgekritzelt? Konzentrier dich, Dax. Was schreibt Talon? Er glaubt, durch die Aktivierung bestimmter Relikte kann er an den Ort gelangen, an den die Karawanen verschwunden sind. Aber anstatt ihre Überreste nach Hause zu holen, will er ihre Sachen stehlen. Freelancer, meine Tante, alle, die verschwunden sind, sie haben etwas Besseres verdient. Es wird knifflig, die Relikte zu aktivieren. Und ich sollte darauf hinweisen, dass das alles nur eine Theorie ist. Wir wissen nicht, was passieren wird. Wir haben schon oft mit Gestalterzeug rumgespielt. Und leben noch. Ja, mein Javelin ist ziemlich ramponiert, aber er fliegt noch. Sag Bescheid, wenn du soweit bist, dann treffen wir uns außerhalb der Mauer. Hallo, du bist Freelancer, oder? Kennen wir uns? Die Leute reden. Es war mal mein Job, sie dabei zu belauschen. Ach ja? Das bedeutet, du warst ein... Ein Spion. Nadiras Mann. Ich glaube, sie hat mit dir gesprochen. Ja, das hat sie. Du musst Layton sein. Ist das peinlich. Ein erwachsener Mann, der dazu genötigt wird, neue Freunde zu finden. Aber meine Frau hat nicht locker gelassen. Sie hat mir von deiner Vergangenheit erzählt. Du musst einer von Tessins Leuten gewesen sein. Nicht ganz. Ich war auf der anderen Seite. Dominion. Ex-Dominion. Anscheinend hat Nadira vergessen, das zu erwähnen. Ja. Keine Sorge. Ich bin übergelaufen. Ein Glück für dich. Für so jemand Schreckliches wie das Dominion würde ich nicht arbeiten wollen. Für einen Außenstehenden sagt sich das leicht. Aber wenn man drinnen steckt, kann man nicht auf sein Gewissen hören. Nehmen wir zum Beispiel diesen Monitor, mit dem du zu tun hattest. Ich kenne seinesgleichen nur zu gut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ein einstimmiger Chor. Alle müssen dieselben Töne singen. Kontrolle, Tyrannei, Vorherrschaft. Irgendwann kennst du nur noch diese Töne. Klingt entsetzlich. Ich bin davor geflüchtet. Ein Leben in Bastion, egal welches, konnte nur besser sein als eins in Strahlheim. Die meisten Leute hier versuchen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Ihnen reicht ein einfaches Leben, ein bisschen Glück. Ja, sie sind anständig. Mehr wollte ich selbst nie sein. Anstand ist ein Rohstoff, an dem es in dieser Welt mangelt. Wenn keiner wächst, müssen wir ihn selbst anbauen. Du bist also Spion und Philosoph. Meine Frau hat das gesagt. Am Tag, als ich zu Corvus überlief. Sie war es, die mich verhörte. Ehe die Sonne unterging, war ich ihr verfallen. Muss ein Wahnsinnstag gewesen sein. Sie war das Licht am Ende eines sehr dunklen Tunnels. Auf einmal treffe ich auf diese Frau, die in den gleichen Schatten wie ich gekämpft hatte, aber dabei nie ihr Gewissen verraten hat. Schön, dass es gut ausging. Dann hat sich das Risiko, dem Dominion den Rücken zu kehren, gelohnt. Nadira zu treffen war meine Rettung. Manchmal frage ich mich, wenn ich ihr nie begegnet wäre, mein
Leben. Mein Leben davor ist... Ich habe Dinge... Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Tut mir leid. Manchmal kommen die Erinnerungen hoch. Ich versuche nicht daran zu denken. Nadira erwähnte das. Sie denkt, dass es mir hilft, wenn ich über die Vergangenheit rede. Mal sehen, was es bringt. Gut, ich muss langsam los. Okay. Ich lerne noch, wie man auf normalem Weg Freundschaften schließt. Hoffentlich schaust du wieder vorbei. Hey, Freelancer! Klar, Geheimdienstagent klingt cool, aber eigentlich bringt es einfach nur viel Papierkram ein. Hi Max, wie laufen die Geschäfte? Super, es kommen eine Menge neue Leute rein. Die behaupten allerdings, dass das Dominion kommt und wir alle sterben werden. Also läuft es vielleicht bald nicht mehr so gut. Das wird nicht passieren. Oh, ich wette niemals gegen die Bank. Was darf denn diesmal sein, Freelancer? Meine Freundin Faye hat ein Tonbandgerät mitgebracht. Wie schwer wäre es, noch mehr Folgen von Wacht der Dämmerung zu bekommen? Wacht der Dämmerung, ja? Das wird in Antion produziert. Und das liegt außerhalb der Sendereichweite. Um das hier abzuspielen, müsste jemand die Tonbänder in einem Läufer herbringen. Das dauert. Und ist teuer. Also lautet die Antwort schwer. Alles klar. Ich würde dir einen Gefallen schulden, den du jederzeit einfordern kannst. Abgemacht. Aber du wirst vielleicht noch bereuen, die Grenzen nicht enger gesteckt zu haben. Ich könnte einen Freelancer für alles Mögliche gebrauchen. Einiges davon ist sogar legal. Jetzt mache ich mir Sorgen. Keine Sorge. Ich werde dich schon nicht bitten, Kommandant Wuhl die Hosen runterzuziehen. Wahrscheinlich. Und jetzt mache ich mir richtig Sorgen. Komm später wieder. Ich besorge deine Bänder. Alles wird gut. Mehr oder weniger. Soll das ein Witz sein? Ich habe das Fort schon verlassen. Ihr nehmt jeder ein anderes Relikt. Wenn Talon recht hat, müsst ihr sie in der richtigen Reihenfolge aktivieren. Hoffentlich ist er klüger, als er aussieht. Das
schon in Vorfragen sollten. Aber wenn Gestalterrelikte Leute verschwinden lassen, was schützt uns davor, genauso zu enden? Nichts. Aber Tante Cardea meint, dass die Vorfälle in kurzer Folge passieren. Das letzte verzeichnete Verschwinden ist einen Monat her, also sollten wir sicher sein. Die Betonung liegt auf sollten. Wow, größer als erwartet. Ja, meins sieht aus wie ein riesiges Ventil. Hey, was jetzt? Ein Moment. Ich empfange instabile Energiewerte von unten. Für Dex ebenso. Ich glaube, du musst es eindämmen, um das Ventil zu aktivieren. Okay, wie mache ich das? Halte Ausschau nach einem kleineren Relikt. Es müsste... Ist es dieses Leuchtball-Dings hier? Ja, Dex. Sieht explosionsmäßig aus. Um genau zu sein, ist es bereits explodiert. Wir müssen die Fragmente finden. Wird erledigt. Sieht aus, als wären sie nur an deiner Position. Das ist nicht fair. Glück für mich, schätze ich.
setz die Teile zusammen. Sieh nur, ein putziges, kleineres Leuchtballdings. Bring das Echo nach oben, um das Ventil zu aktivieren. Freelancer zuerst. Max, du danach. Zwei Relikte markiert. Also los! Das zweite Ventil ist in der Nähe. Ich spüre eine ähnlich instabile Energie an der Basis der Struktur. Muss noch ein Relikt sein. Dax, du weißt noch, was zu tun ist? Die funkelnden Dinge einsammeln und dann am Leuchtballdings zusammensetzen. Na dran. Ich hab das instabile Relikt und mehr Scar gefunden. Schon wieder Scar? Echt jetzt? Echt jetzt. Sind bei dir etwa keine? Die Antwort ist nicht hören. Hey, gibst du mir absichtlich die schwereren Relikte? Du warst näher dran. Mehr nicht. Nicht.
Wir wollen hier was eindämmen. Okay.
Okay, eingedämmt. Perfekt. Freelancer, genau wie beim letzten Mal. Bring das Echo zur Spitze des Ventils. Du aktivierst das Relikt, danach folgt Dex. Nein, aber irgendwas habt ihr definitiv ausgelöst. Etwas Gutes? Kann ich noch nicht sagen. Eine gewaltige Energiequelle ist erschienen, als Dex ihr Relikt aktiviert hatte. Dann gehen wir dahin. Wir treffen uns dort, Dex. Roger. Ich bin nicht wohl, du musst nicht... Vergiss es. Hey, Dax. Die Energiequelle kommt aus dem Inneren der Gießerei. Ich geh rein. Ich bin gleich da. Du klingst außer Puste. Meine Glücksschirine ist vorbei. Jetzt sind die Ska endlich auch bei mir aufgekreuzt. Mach weiter. Ich pack das. Danke, dass ihr die Drecksarbeit erledigt habt. Wir übernehmen jetzt. Talon, nett von dir vorbeizuschauen. Bring wir's zu Ende. Er hat ein Schutzschild. Also, was soll ich machen? Setze seine Munition gegen ihn ein. Siehst du diese Sprengsätze? Wenn wir seinen Schildgenerator zerstören, wird Talon verletzbar. Moment, Talon ist da? Oh. Ständig verpasse ich das Beste. Noch kannst du dazustoßen. Ich würde ja gerne, aber diese Skar hier sind richtig fies. Bleib ja am Leben, sonst muss ich dich rächen. Vermeide die untere Ebene. Das Zeug spielt deinem Javelin übel mit.
Es wird dauern, bis die Sprengsätze vorbereitet sind. Lass die Gesetzlosen nicht dazwischen funken. Von dir vorbeizuschauen. Bringen wir es zu Ende. Er hat ein Schutzschild. Also, was soll ich machen? Setze seine Munition gegen ihn ein. Siehst du diese Sprengsätze? Wenn wir seinen Schildgenerator zerstören, wird Talon verletzbar. Moment. Talon ist da? Oh. Ständig verpasse ich das Beste. Noch kannst du dazu stoßen. Ich würde ja gerne, aber diese Skar hier sind richtig fies. Bleib ja am Leben. Sonst muss ich dich rächen. Vermeide die untere Ebene. Das Zeug spielt deinem Javelin übel mit.
Es wird dauern, bis die Sprengsätze vorbereitet sind. Lass die Gesetzlosen nicht dazwischenfunken. Aktiviert, aber
Ich fürchte, die Explosion hat die Gießerei destabilisiert. Die Energie hier drin ist völlig außer Kontrolle. Darum kümmern wir uns nachher. Aktiviert haben und ist dann reingerutscht. Gerissener Bastard. Keine Komplimente für diesen... Ein Moment! Bin in ein Wyvern-Nest gestolpert! Bin gleich da! Typisch Dex. Ja? Quelle noch verfolgen kann. Und das waren wir? Mit der Explosion? Du warst das.
Ich bin unschuldig. Ausnahmsweise. Explosion könnte einen betriebssicheren Modus aktiviert haben. Also ist die Energiequelle was, weggesperrt? Davon gehe ich aus. Sieh dich nach etwas um, das sie entsperren könnte. Aus, aber es reagiert nicht. Es ist mit diesen Scheiben verbunden. Vielleicht brauchen wir eine Art Schlüssel? Ich sehe mich mal um. Links von dir ist einer. Danke. Thank you.
Freelancer? Was zum... Noch mehr Kreaturen? Der ganze Ort ist instabil. Rechne mit allem. Ist es Talon? Was? Nein, Dex, er ist tot. Faye meinte, rechne mit allem. Nicht mit Absurdem. Irgendwie mit der Energiequelle verbunden. Ich weiß es genau. Als wir die Ventile aktiviert haben. Das ist doch gut, oder? Möglicherweise. Die Werte haben sich stabilisiert. Überprüfe das Kontrollgerät. Sollten wir nicht auf Dex warten? Mach ruhig. Dummer Wyvern-Atem hat mein Javelin zum Überhitzen gebracht. Ich bin fast da. Alles oder nichts. Ich hab dich.
wir uns? Ich bin's, Dex. Danke. Faye, wir brauchen einen Evakuierungsläufer. Ich freue mich schon auf das Gesicht des Kommandanten.